Im Landkreis Cuxhaven ist vor einigen Tagen ein Kind in engem zeitlichem Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung verstorben. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven veranlasst, eine Obduktion des Leichnams in Auftrag zu geben. Und die bisherigen Obduktionsergebnisse legen nahe, dass ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Tod des Kindes bestehen kann. Es stehen noch histologische Untersuchungen aus. Das heißt, der abschließende Obduktionsbericht liegt noch nicht vor. Das ist ein besonders tragischer Fall. Die Familie, man kann sich nicht vorstellen, wie es der Familie geht. Wir sind selber sehr betroffen und drücken der Familie auch hiermit unsere Anteilnahme aus. Dr. Kai Dehne ist mein Name. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und öffentliches Gesundheitswesen und leite das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven. Es handelt sich hier um einen äußerst tragischen Fall, wo natürlich ein Interesse besteht, weitere medizinische Untersuchungen durchzuführen. FRF, Fernsehen ohne Schnickschnack.